Alter, was für ein krasser Zauberblick, habt ihr das gesehen? Auf jeden Fall wird es so ablaufen, dass ich und sie, beziehungsweise sie benutzt ihr Handy, ich benutze mein Handy, werden aus Google ein paar Flachwitze bzw. ein paar Idiotenteste raussuchen. Da werden wir die auch schon vorlesen und dann mal sehen, wer gewinnt. Also ein 1, wer ist 1? Nicht wie auf der Street ablaufen, das ist jetzt hier so wie zu Hause, keine Ahnung, ob das jemand schon mal mit seiner Freundin gedreht hat oder nicht. Auf jeden Fall, wir sitzen jetzt hier auf der Couch und sie stellt mir Fragen und ich ihr, mal gucken, wenn am Ende noch eine Bestrafung rauskommt oder nicht, aber wir fangen jetzt auch direkt an. Okay. Meine Freundin fängt an mit den ersten Idiotentest, los, fang an. Wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? Alle. Frag mich warum, weil jeder Monat hat einen 28. Ich kenne diese ganzen Idiotenfragen schon von der Street her, Sina. Wie heißt die Seite? Sag ich dir nicht. Really, nigga? Gut, auf jeden Fall, ich habe jetzt die zweite Frage. Guck mal schon mal hin, ich habe die zweite Frage für dich vorbereitet, okay? Zwei Architekten wollen ein Haus bauen. Womit fängt alles an? Mit dem Grundplan? Keine Ahnung. Ich wiederhole nochmal die Frage, guck mal, ne? Zwei Architekten wollen ein Haus bauen. Womit fängt alles an? Womit fängt alles an? Mit einem A. Der war krass, die Frage. Ja. Ich habe mich auseinandergenommen. Bereit, stellen wir die nächste Frage. Heißt es der, die... Warum hast du auch meine Seite? Heißt es der, die oder das gerade Kurve? Alle drei, der, die, das. Gerade Kurve. Oh, ich habe mich richtig zugehört. Ich habe einfach geraten, Mann. Ey, nein. Das heißt, es steht jetzt 1-0, frag mich warum, weil ich 1 für dich erraten habe. Wir machen zu. Immer wenn ich 1 errate, habe ich einen Punkt, aber wenn du 1 errate, habe ich 2 Punkte, also 0 erraten. Das heißt, ja. Ich bin der Schlaue. Die nächste Frage ist, ich glaube, ich habe dich schon noch oft aus der Street gefragt, beziehungsweise beim Idiotentest auf der Street. Auf jeden Fall, die nächste Frage an dich wäre ohne mein Handy. Wie viel Kilogramm ist in einem Loch? Gar nichts. Warum ist nichts? Ja, weil ein Loch leer ist. Nein. Natürlich. Wie viel Kilogramm ist in einem Loch? Da kann mehrere Kilogramm schon drin sein. Ja, da kann was rein, aber ein Loch ist leer. Nein, ein Loch ist nicht leer. Nein, ist es nicht. Ein Loch ist nicht leer. Frag mich warum. Hm. Weil du bist dumm. Okay. Sina, bist du bereit für die nächste Frage? Ja, ich stelle aber die Frage. Warum? Weil ich die nächste bin. Achso, ja, du bist jetzt dran. Okay, ich stelle die Frage. Eine halbe Glatze hat 60 Haare. Wie viel hat eine ganze Glatze? Eine ganze Glatze gibt es nicht. Eine halbe Glatze gibt es nicht. Es gibt nur eine ganze Glatze. Wenn er auf einer halben Glatze 60 Haare hat. Ja. Wie viel hat eine Glatze? 120. Hä? Eine ganze Glatze. Ah, keine Haare. Ja. Oh, warum bin ich nur so? Ziehst du als Punkt mit oder nicht? Ja, nein, du hast nicht erwartet. Oh Mann, warum bin ich nur so blöd, Mann? Nächste Frage an dich, Sina, Werner. Was kannst du alles mit deiner rechten Hand anfassen? Soll jetzt nicht so asozial rüberkommen, was kannst du alles mit deiner rechten Hand? Alles, ne? Ja. Alles auf der Welt, ne? Ja. Mond, Planet, alles, ne? Ja, alles Sachen, die greifbar sind. Nein. Doch. Weißt du, was du nicht greifen kannst? Deine rechte Hand. Du kannst deine rechte Hand mit deiner rechten Hand nicht anfassen. Ja, doch. Ja, so, ich meine anfassen, so, so. Ja, ja, trotzdem ein Punkt für mich. Ich glaube, diese Frage habe ich noch gar nicht auf der Street gefragt. Der hat mich schon lange auf mein Handy, ich wollte dich schon immer fragen. Sina, bist du bereit für diese Frage? Ja. Warum guckst du auf mein Handy? Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Mickey Maus. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Alteste Frage der Welt. Oh Mann, Alter. Oh, ein Punkt zu dir, also 2-1. Bist du bereit? Ja, geht. Ja, ich bin bereit, ne? Wenn hier 3 Äpfel liegen und du 2 wegnimmst. 3, ja. Wie viel hast du dann? Es liegen 3 Äpfel. Ja. Du nimmst 2 Äpfel weg, hast du noch einen übrig. Aber wenn du 2 wegnimmst, wie viel hast du dann? 1. 2, du nimmst auch 2 weg. Ja, aber du nimmst. Nein, die Frage ist unlogisch. Schau mal nochmal die Frage. Schau mal. Nein, es liegen 3 Äpfel. 3 Äpfel liegen und auf. Und du nimmst dir selber 2. Wie viel hast du dann? 2. Ah, du meinst, ja, ich dachte, was da liegt. Ja, nee, ich hab gefragt, wie viel hast du? Ja, okay. Oh. Really, nigga? Die nächste Frage, Sina, ne? Ich hab jetzt mal eine schwere aussucht, weil sie will mich einfach die ganze Zeit austricksen. Bist du bereit? Mhm. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Okay. Hör mir genau zu, okay? Mhm. Ein Flugzeug stürzt an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich ab, ne? Mhm. Wo werden die Überlebenden begraben? Da, wo sie herkommen. Da, wo sie herkommen, ne? Ja. Hör mir mal zu.
Ich sag dir mal direkt dabei, weil du denkst, du kannst mich austricksen, ne? Wo werden die Überlebenden begraben? Nirgendwo, die Überlebenden werden weiterleben. Was ich mit dir gemacht habe, oh mein Gott, Alter. Ich mache das. Ich habe erraten. Und ja, stell mir weiter Fragen. Ja, okay. Da, los, bereit? Los. Ich bin bereit. Stell mir weiter Fragen. Okay. Ja, ich bin bereit, erzähl. Was ist beim Elefanten klein und bei der Laus groß? Hm? Sein Rüssel. Das ist beim Elefanten klein und bei der Laus groß. Nein, Rüssel ist groß. Was ist beim Elefanten klein und was ist bei der Laus groß? Was ist Laus? Was ist das? So ein kleines Tier. Das Laus ist groß. Die Größe. Beim Elefant ist der Elefant der Rüssel groß. Warum lachst du? Was ist beim Elefanten? Ja, jetzt sag mir die Lösung. Ich will nicht mehr wissen, sag mir die Lösung. Ja, Elefant, da wird das L klein geschrieben. Ach so, mit Buchstaben. Ey, Mann. Die nächste Frage an dich, Sina. Natürlich wie immer, bist du bereit? Ja. Du guckst jetzt auf mein Handy, was ist das immer von dir, Alter? Ein Bauer hat 11 Schafe, ne? Ja. Die auf einer Wiese sind. Ja. Alle außer 9 werden von einer Gruppe Wölfe gefressen. Ja. 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 Jetzt. Wie viele sind noch auf der Dings, auf der Wiese? 3. Nein. Wie viele Schafe sind noch auf der Wiese? 3. Nein, 9. Ein Bauer hat 11 Schafe, die auf einer Wiese sind. Alle außer 9 werden von einer Gruppe Wölfen gefressen. Bleiben noch 9 übrig, weil alle außer 9. Das heißt, sie ist schlau. Was ist, wenn ein Metzger eine Müllerin heiratet? Was? Was ist, wenn ein Metzger eine Müllerin heiratet? Dieses eine Sprichwort, wer ist das? Müllermilch. Eine Hochzeit. Was? Das ist unnötig. Niemand lacht gerade. Alle gucken gerade, die lachen nicht mehr. Sag mal nochmal. Was ist, wenn ein Metzger eine Müllerin heiratet? Ach, da weißt du was, Mann. Really, nigga? So, Leute, auf jeden Fall, ich glaube, ich stelle jetzt die letzte Frage und dann stellst du mir noch eine Frage. Aber ich sag dir eine Sache, Sina, ne? Wie viel? 2-2, ne? Ja, 2-2 steht. Doch, 2-2 steht. Und wenn du das Ding gewonnen hast, bist du trotzdem die Verliererin, okay? Hast du mich verstanden? Ja, ich will nicht als Loser da stehen, Mann. Handy. Nein, meine Frage. Nein, geh mal kurz, nein, ich will kurz hier packen, damit du nicht von meiner Seite die Fragen drauf hast. Du guckst immer, ne? Nein. Okay, ne? Hör mir jetzt genau zu, okay? Mhm. Wie viele Eier kannst du auf nüchternen Magen essen? Ich will. Auf nüchternen Magen, wie viele Eier kannst du essen? Ja, so viel ich will. So viel wie du willst, ne? 20, 30, 40, ja. Ne? Ja, hast recht. Ja. Ist halt so, ne? Ja. Sina, man kann nur eins essen, danach bist du nicht mehr nüchtern. Weil du, wenn du morgens aufwachst und bist nüchtern, machst du eins, bist du nicht mehr nüchtern. Das ist mein Punkt. Das war eine total schlechte Frage. Ich stehe trotzdem 2-2. Weil ja. Wir machen es ja mit Araben. Letzte Frage. Was liegt zwischen Berg und Tal? Ein Haus. Sag mir nicht direkt die Lösung, lass dich doch bis dahin. Was liegt zwischen Berg und Tal? Wiesen. Wiesen. Rasen. Aber wenn du Berg runtergehst, ist da doch direkt das Tal. Was liegt zwischen Berg und Tal? Eine Brücke. Keine Ahnung, Mann. Was ist das mal für Fragen? Die quälen mich, ja. Was liegt zwischen Berg und Tal? Ah, zusammen Bergtal. Und? So bist du also. So bist du also. Leute, ich würde mal sagen, es hat mich ausgetrickst, aber es steht trotzdem 2-2. Das heißt, niemand hat gewonnen, niemand hat verloren. Also unentschieden, Hand drauf. Nächstes Mal werde ich gewinnen. Auf jeden Fall, sie hat mich gerade eigentlich voll blamiert. Wisst ihr warum? Weil ich bin ja immer der in der Street immer so rumfragt und die Leute austricksen. Die konnte ich nicht mal einmal austricksen. Das heißt, ich habe mich richtig blamiert. Leute, auf jeden Fall, weil es 2-2 steht, will ich jetzt noch einen Punkt sammeln. Und dann hat sie mir noch die Chance gegeben, einen Punkt zu sammeln. Fangen wir mal an, Sina, komm. Hast du eine Frage? 2000 Jahre später. Frage lautet... Ein Mann ruft beim Arzt an und sagt, seine Frau hätte eine Blinddarmentzündung. Ja. Der Arzt sagt aber, das kann gar nicht sein, ich habe ihrer Frau doch den Blinddarm rausgenommen. Hm. Aber trotzdem hat der Mann recht. Wie geht das? Das ist irgendwie so eine Physikfrage. Nein, das hat nichts mit Körper. Nein, das hat nichts mit irgendwas Körper zu tun. Wie? Was ist das für eine Frage, Sina? Warte, der Mann ruft beim Arzt an und sagt, dass seine Freundin eine Blinddarmentzündung hat. Ja. Aber der Arzt hat seiner Frau den Blinddarm rausgenommen. Ja, Blinddarmentzündung. Das kann sich immer noch entzünden. Also der Blinddarm ist raus. Ja. Ah, raus.
Der ist raus, da kann sich nichts mehr entzünden. Soll ich die Lösung sagen? Nein. Blinddarmentzündung. Er hat irgendwas im Auge oder irgendwas ist entzündet. Auge? Ja, erzähl mal, ja, zusammen einfach die Wahrheit. Er hat eine neue Frau. Das werde ich nicht mit reinschneiden, das werde ich nicht. Auf jeden Fall, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, ich würde mal sagen, bei 2500 Likes kommt der nächste Teil. Und wie es meine Freunde, werden jetzt sogar öfters kommen, denn ihr feiert die richtig übertrieben krass. Denn pro Video hat 3000 Likes und denke ich mir immer nur so, okay, Alter, richtig heftig. Ihr feiert die Videos, deswegen kommen ab jetzt immer mehr Videos mit meiner Freundin und irgendwie ist sie ein bisschen offener geworden. Ich würde mal sagen, peace und out. Yeah, peace out.